Freitagskrimi. So ein Buchstabensalat. Auf der Anagramm-Weltmeisterschaft hat jemand die Schokobuchstaben auf dem Kuchen verdreht. Findest du heraus, wer der gewitzte Wortverdreher war? Lies die Tipps und frage die vier Beteiligten. Hallo, ich bin Jenser Christ und wir machen heute wieder ein Freitagskrimi. Und diesmal geht es um Anagramme. Also Anagramme sind Worte, die man durch Vertauschen von Buchstaben in ein anderes Wort überführt. Ich dachte immer, Anagramme kommt von Anna, weil Anna ist auch ein Anagramm. Aber Anagramm ist auch ein Palindrom. Ein Palindrom ist ein Wort, was man vorwärts und rückwärts liest und das die gleiche Bedeutung hat, halt wie Anna. Aber Anagramm wird nur mit einem N geschrieben und Anna mit zwei N. Naja, Otto ist übrigens auch ein Palindrom. Und es gibt sogar Sätze, die ein Palindrom sind, also die man von vorne und hinten lesen kann und dann kommt das gleich raus. Aber es geht hier um Anagramme. Und wie ihr eben bemerkt habt, gibt es wieder vier Beteiligte, aber ihr habt nicht gesehen, wer die vier Beteiligten waren. Irgendwie vergisst Cortana irgendwann immer die Hilfestellungen. Und ohne die zu lösen, ist ein bisschen schwierig, aber ich habe es mir mal aufgeschrieben, als sie das noch angezeigt hat. Deswegen weiß ich, wen man fragen kann. Dann fragen wir doch mal den Vereinsvorsitzenden. Hey Cortana! Frage den Vereinsvorsitzenden. Als Vorsitzender des Vereins der Freunde der verdrehten Worte bin ich wirklich borste. Ich meine erbost. Letzten Graffite wollten wir unsere Siegerin küren. Da hat doch glatt jemand die Buchstaben auf dem Kuchen verdreht. Ja, hier sehen wir auch, borste ist erbost, also ist ein Anagramm von erbost. Und Graffite, was könnte das sein? Letzten Graffite wollten wir uns. Graffite ist das, was wir vielleicht gerade haben. Jedenfalls, wenn du das guckst, wenn das Video rauskommt, denn wir haben Freitag. Graffite ist ein Anagramm für Freitag. Ja, dann fragen wir doch einfach mal Tim. Hey Cortana. Frage Tim. Hey Cortana, Frage Tim. Mein Bruder Tom war letzte Woche von Ständig bis Maßtag im Krankenhaus. Wahrscheinlich hat er sich dort dermaßen gelangweilt, dass er uns diesen dämlichen Streich spielen musste, sobald sie ihn entlassen haben. Ja, jetzt ist die Frage, von wann bis wann war der Bruder Tom anscheinend im Krankenhaus? Von Ständig bis Maßtag. Kannst ja mal versuchen, selber herauszubekommen, was Ständig und was Maßtag sein kann. Dann fragen wir doch mal auch Tom. Hey Cortana. Frage Tom. Ha. Nur weil ich unangefochtener Metier im Verehren der Worte bin, sind diese Tölpel neidisch. Sie sollten ihnen nicht rauten. Ja, nur weil er angefochtener Metier ist, das könnte ja Meister sein, ne? In Verdrehen der Worte ist, sind die Rauten. Sie sollen ihn nicht trauen, glaube ich, ne? Rauten und trauen ist ein Anagramm anscheinend. Na gut, dann fragen wir jetzt noch Frau Töpfer, das ist die vierte Beteiligte. Hey Cortana! Frage Frau Töpfer. Ich habe genau gesehen, wie Tim die Buchstaben auf dem Kuchen vertauscht hat. Erst stand da Siegerin und dann Ereignis. Vielleicht war es aber auch sein Zwilling Tom, die zwei sehen sich ja zum Verwechseln ähnlich. Ja, so viel scheinen wir schon mal zu wissen. Es war entweder Tim oder Tom, wenn es nach der Frau Töpfer war, geht. Aber vielleicht war es ja auch die Frau Töpfer. Hey Cortana. Frau Töpfer war es. Hey Cortana. Frau Töpfer war es. Hey Cortana. Frau Töpfer war es. Leider falsch. Ein Tipp. Es war einer der Zwillinge.
Aber also, wer? Ja, aber wer? Das hätten wir uns auch denken können. Zu sagen, dass es der Vereinsvorsitzende war, macht zwar keinen Sinn, aber hey Cortana, der Vereinsvorsitzende war es. Leider falsch. Ein Tipp. Es war einer der Zwillinge. Aber wer? Na gut, okay. Was glaubst du, wer es war? Vielleicht zeige ich dir nochmal Tim und Tom. Also machen wir mal erst Tom. Hey Cortana, frage Tom. Pah. Nur weil ich unangefochtener Metier im Verehren der Worte bin, sind diese Tölpel neidisch. Sie sollten ihn nicht rauten. Ja, also er war unangefochtener, oder er ist noch immer unangefochtener Meister. Und das sind Tölpel und den anderen sollte man nicht trauen. Das sagt er. Okay, dann fragen wir Tim. Hey Cortana, frage Tim. Oh nein, wir wollen ihn doch nicht schlagen. Ja. Hey Cortana, frage Tim. Mein Bruder Tom war letzte Woche von ständig bis Maßtag im Krankenhaus. Wahrscheinlich hat er sich dort dermaßen gelangweilt, dass er uns diesen dämlichen Streich spielen musste, sobald sie ihn entlassen haben. Also, was könnte ständig und Maßtag sein? Naja, Maßtag ist der Samstag und ständig ist der Dienstag, glaube ich, ne? Kann das sein? Dienstag? Also war Tom von Dienstag bis Montag, Samstag, von Dienstag bis Samstag im Krankenhaus. So, und jetzt, was glaubst du, wer war es? Tom oder Tim? Ich sag ja mal, Tom war es. Hey Cortana, Tom war es. Leider falsch. Ein Tipp, es geht um verdrehte Wochentage. Ja, das haben wir... Oh, Entschuldigung. Ich sollte was trinken. Die Luft ist hier so stickig. Naja. Ja. Also verdrehte Wochentage. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Hey Cortana. Freitagskrimi. So ein Buchstabensalat. Auf der Anagramm-Weltmeisterschaft hat jemand die Schokobuchstaben auf dem Kuchen verdreht. Findest du heraus, wer der gewitzte Wortverdreher war? Lies die Tipps und frage die vier Beteiligten. Ich dachte, hier stände der Hinweis, der auch noch entscheidend ist, aber dann hat ihn anscheinend die Frau Töpfer gesagt. Hey Cortana, oder der Vereinsvorsitzende. Hey Cortana, frage den Vereins... Hey Cortana, frage den Vereinsvorsitzenden. Als Vorsitzender des Vereins der Freunde der verdrehten Worte bin ich wirklich Borste. Ich meine erbost. Letzten Graffite wollten wir unsere Siegerin küren. Da hat doch glatt jemand die Buchstaben auf dem Kuchen verdreht. Ja, also zusammen mit dieser Antwort und einer Antwort der Zwillinge kann man das Ganze lösen. Und zwar geht es da um Graffite. Graffite ist Freitag. Und deswegen kann es nicht Tom gewesen sein. Hey Cortana! Tim war es. Richtig. Tim war es. Sein Bruder war von ständig bis Maßtag im Krankenhaus. Also von Dienstag bis Samstag. Aber die Feierlichkeit fand an Graffite statt. Also am Freitag. Ja, das war der Freitagskrimi von heute. Und Entschuldigung, dass ich mich immer so geräuspert habe. Ich sollte wirklich viel mehr trinken. Ne? Hey Cortana! Ich hab Durst. Ich folgere daraus messerscharf, dass es dir gut tun würde, etwas zu trinken. Das wird wohl stimmen. Und das mache ich dann da jetzt auch. Und deswegen sage ich, hey Cortana. Tschüss Cortana. Bis dann. Ja, und euch wünsche ich auch noch einen schönen Freitag oder was auch immer ihr für einen Wochentag habt. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Freitag oder wann auch immer.